Aber eben auch viel Oper, trainiere, kämpfen und solche Sachen. Es ist ein kleiner Unterschied, weil an der Oper ist eben so, das Timing ist anders. Man muss mehr auf die Musik achten. Und so, zum Beispiel in dem ersten Kampf kommt Tour und Don Giovanni, der ist genau auf die Musik choreografiert. Deswegen, der kann nicht länger gehen, nicht kürzer gehen. Die Frage war gewesen, also Regisseur Christoph Loy wollte mit den Fechtkämpfen bei Don Giovanni eines erreichen, dass er ganz zum Schluss, was man dann in dem Bild sieht, wo alle Geister von Don Giovanni gegeneinander fechten, dass es wie ein Traum von ihm ist. Wir sehen in der Inszenierung Degenkämpfe und die sind sehr, sehr speziell choreografiert auf Tempo, auf Genauigkeit, auf die Musik. Und es muss natürlich alles sicher sein. Es darf nichts schiefgehen. Der Körper spielt eine ganz große Rolle.